Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, die letzte Folge hat mir Gänsehaut verpasst. Ich habe jetzt mal geschaut, dass ich noch mal ein paar Sachen verwertet habe. Ich gucke gerade, eine Truhe ist jetzt hier nicht drin, ist aber nicht ganz so schlimm. Ich würde auch gerne endlich mal die Quest mit dem Stallmeister machen, aber die haben wir immer noch nicht bekommen, obwohl wir jetzt schon auf Level 13 sind. Was mich ehrlich gesagt ziemlich ärgert, weil das Pferd sollte man wesentlich früher bekommen, beziehungsweise freigeschaltet bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben raus und nach links und dann immer nach oben. Dann kommen wir weiter. Vier Krieger haben wir noch, das ist sehr schön, dann sind wir vollständig. Achso, das ist nur, dass man was lesen kann. Ich dachte gerade schon. Na gut, kommt der. Wo war der denn jetzt auf einmal? Nee, du holst mir jetzt nicht noch einen. So, da ist immer noch eine Truhe. Geht mir doch mal gerade nicht auf den Sack. Ich versuche gerade die Sachen einzusammeln. Was ich aber nicht kann, weil die ganze Zeit. Ist das jetzt richtig? Nee, ich muss nach links, meine ich doch. Aber das Gold nehmen wir trotzdem mal eben mit. Weil die ganze Zeit mich jemand angreift und sie dann automatisch am Schießen ist. Das ist ehrlich gesagt sehr nervig. So, das wollte ich sagen. Du sollst die Bären einsammeln, nicht schießen. So, ich hoffe. Ja, da sind wir auf jeden Fall richtig. Gold ist auch drin. Dem Typen klauen wir mal die Hose. Ich meine, der braucht es ja nicht mehr. Der ist ja eh tot, ne? Ich meine. Da ist noch eine Truhe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Seht die Wahrheit, die im Inneren liegen. Ach so, ja, das ist das eine. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Können wir dich eigentlich. Nee, dich können wir nicht kaputt machen. Naja. Jetzt nervt ihr mich nur. So. Wo ist Nerell? Da ist sie. Vigo wollte, dass ich euch das gebe. Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Danke. Er war ein guter Mann. Und Lilith? War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Schon fort, als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Radmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles umsonst. Sie ist die Einzige, die bekommen hat, was sie wollte. Nerell. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei. Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich befürchtet hatte. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Radma zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden. Ja, damit ist die Quest abgeschlossen und wir hätten das dann doch auch in der letzten Folge noch machen können. Ein kalter und eiserner irgendwas. Herausforderung anzeigen. Ist das hiermit? Ich glaube ja, oder? Sammlungen? Aspekte, Herausforderungen, genau. Ach, da wollte ich sowieso mal nachgeguckt haben. Wieso komme ich hier nicht rein? Jetzt. Man kann nichts davon nehmen. Ist einfach nur abgeschlossen. Also bringt uns das gar nichts, wenn wir das abschließen. So wie das aussieht. Okay. Ist halt nur die Errungenschaft, die dann angezeigt wird, aber jetzt kein Vorteil. Jetzt zum Beispiel bei Lost Ark, wo man dann Sachen bekommt, oder bei Teso, wo man dann neue Farbe bekommt oder sowas. Ja, schade. Aber okay, das Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt keine Quest mehr, ne?
Da haben wir noch Quests. Ein unverhoffter Besuch findet Donan an der Bastion Eltheim. Dunkelheit breitet sich aus. Sind das nur die beiden, die wir noch haben? Nebenquest Exorzistentruhe. Ja, wir wollen ja jetzt erstmal die Hauptquests machen. Also, müssen wir jetzt zu Akt 3. Das Messer dreht sich abermals. Ich hoffe, dass das jetzt eine... Ja, muss ja eine Hauptquest sein. Die ist ja gelb angezeigt. Lorat hat mich gebeten, nach Sosksglen zu reisen, um den Horadrim namens Donan zu besuchen. Ich soll ihm eine Nachricht überbringen, die ihn über Lilliths Anwesenheit und die damit einhergehende Gefahr informiert. Mein Gott. Gut. Das heißt... Oh. Wieso sehe ich jetzt auf einmal hier unten einen Punkt, obwohl ich da noch nicht gewesen bin, meine ich? Die wir noch nicht freigeschaltet haben. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich sehe jetzt gar nicht. Hä? Sammelt Geister von den Untoten. Ja, aber das will ich jetzt gerade nicht machen. Ich will das machen, aber ich will auch wissen, wo ich bin. Hä? Ah, jetzt sehe ich's. Ich bin... Oh, wieso hakt das im Moment so? Gut, dann reisen wir nach hier oben. Kann man vielleicht irgendwas umstellen oder so? Ich meine, das ist ja das Gleiche wie bei The Last of Us, was wir Let's Played hatten. Da hatte ich ja auch das Problem, dass mein PC schon fast am Schlafen war, aber gleichzeitig, ja, ich nur Probleme hatte, technische. Wahrscheinlich ist das jetzt bei Diablo ähnlich, dass sie einfach nur einen Patch rausbringen müssen, aber den nicht rausbringen. Weil sie es ja nicht können, nicht wollen, keine Ahnung. Ich muss den Weg auf jeden Fall hoch. Kommt man da auch raus? Ich denke schon, oder? Wir versuchen es einfach mal. Übrigens, es gibt auch noch eine Quest, habe ich mir sagen lassen. Die sollte, glaube ich, bei Level 20 oder 25 kommen. Für den Totenbeschwörer. Das ist eine spezielle Quest für den Totenbeschwörer. Da bin ich wirklich mal gespannt, was das für eine Quest ist. Ah, jetzt sehen wir was. Bin gerade überlegen, ob wir das unten erstmal freischalten, aber... Weil ich möchte nämlich gerne da unten den Aspekt des Beschützers auch noch haben. Ich glaube, ich mache das mal eben. Es gehört jetzt nicht zur Quest, das ist ein eigenständiges Verlies. Aber ich habe mir das Ganze mal ein bisschen vom Epi erklären lassen. Und der hat nämlich gesagt, es gibt verschiedene Verliese, wo man als Belohnung verschiedene Dinge bekommt. Also zum Beispiel nur für den Druiden oder nur für den Zauberer und so weiter. Und das Verlies ist sozusagen für alle da. Also der Server muss ganz schön überlastet sein, wenn das so hakt. Oder das ist wirklich irgendein Programmierfehler, ich weiß es nicht. Ich finde es halt schade, weil das die Qualität des Spiels so runterzieht. Dass man hier nicht vernünftig durchlaufen kann. So, mal schauen. Wir gehen dem Weg immer weiter und können uns dann eigentlich links halten. So. Stimmt, das war der Anfang. Was seid ihr denn für Leute? Oh, das sind böse anscheinend. Habe ich hier auch noch nicht gesehen, aber gut. Oh komm, gebt mir jetzt nicht auf den Sack hier. Kommt mit, Jungs. Seuchenüberbringer? Was für Seuchenüberbringer? Oh, Leute. Ach, kommt. Lauf du mir jetzt nicht auch noch die ganze Zeit hinterher hier. Ich kann ja noch nicht mal auf der Karte gucken, wo ich bin. Das ist doch scheiße.
Och, und hier komme ich nicht weiter, oder was? Ach ja, komm. Sowas ist ätzend. Irgendwie müssen wir doch jetzt hier weiterkommen. Wahrscheinlich muss ich... Oh, nee. Ich will hier nicht reinlaufen mit dieses komische Ding. Da. So. Könnt mich mal kreuzweise. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind oben davon. Da wollte ich eigentlich... Ja, doch, eigentlich wollte ich da doch hin. Boah, sowas ist wirklich ätzend. Man möchte einfach nur mal kurz die Karte angucken. Kann man aber natürlich nicht, weil man von allen Seiten angegriffen wird. Und dann sieht man halt eben nichts mehr, ne? Also man sieht nicht... ja, wir können direkt nach links und dann nach unten. Kann ich das hier? Wegziel wurde nicht entdeckt. Na toll. Na gut. Okay, also erst nach links und dann nach unten. Ja, spannt mal schön eure Pfeile. Geht mir hier nicht auf den Sack, Leute. Ich will einfach nur hier durch. Oh Gott, das arme Pferd. So, die hatten wir schon, soweit ich weiß, ne? Aber wir waren doch in dieser Stadt auch schon drin, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. So, hier ist das Ding. So, dann haben wir nämlich hier verschiedene Sachen. Wenn man nämlich drauf geht, steht da zum Beispiel nur der Barbar drin. Oder wenn man hier drauf geht, nur für den Druiden. Und ich möchte jetzt hier hin, was ich natürlich mal wieder nicht... Ach doch, Moment, Ort markieren, das kann ich doch machen. Warum zeigt er mir das hier so komisch an? Na gut. Hatte ich jetzt vorhin nicht gesehen, dass man das mit der anderen Taste machen muss. Komm, geh uns nicht auf den Sack, geh uns einfach aus dem Weg, Kleiner. Kann man hier irgendwie springen oder so? Nö. Aber das ist natürlich trotzdem toll. So, kommt mit. Jungs, ich werde hier angegriffen. Wäre schön, wenn ich eure Rückendeckung habe. So, das Verlies. Es hat nur eine Viertelstunde gedauert, bis wir da sind. Und freut euch, meine Kinderlein. Es wird bestimmt nur eine halbe Stunde dauern, bis wir aus dem Verlies dann wieder raus sind. Tötet die dämonischen Fußsoldaten. Das ist irgendwie klar. So, schauen wir mal, was wir hier alles noch so finden. Wäre schön, wenn wir keine Gegner finden würden. Aber so viel Glück haben wir nicht. So, mal eben schauen. Da können wir nach oben. Das ist so blöd, wenn man dann auch nicht sieht, wo man eigentlich hin muss. Das sind kleine Nebenräume. Da. So. Volles Leben haben wir schon. Moment, hier unten ist irgendwas. Göttliche Waffen dienen Würdigen. Ihr greift schneller an und beschwört heilige Pfeile. Sehr schön. Okay. Wie lange hält das an? Das ist geil. Das ist geil, aber... Kalt.
Es ist ein Bus. Ja, genau, stun mich. Kein Thema, du Arsch. Ich brauche mehr Zeit. Könnt ihr den mal angreifen, bitte? Boah, das ist nicht euer Ernst, oder? Macht sie noch mal kaputt, Leute! Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich habe keinerlei Tränke. Nee, du hast keine Tränke. Wieso habe ich keine Tränke? Bin gleich tot. Wollt ihr mich veräppeln? Was ist das für ein Boss? Was war denn das für ein Scheißgegner? Der hat ja so gar keinen Schaden genommen. Und sobald ich da eine Sekunde stehen geblieben bin, habe ich nur noch Schaden reinbekommen. Oh, nee. Ja, ich will mich aber nicht am Speicherpunkt wiederbeleben. Ich will mich hier wiederbeleben, Leute. Achso, das ist quasi hier. Der ist aber noch hier, oder? Muss ich den machen? Tötet die dämonischen Fußsoldaten. Jetzt mal ohne Scheiß, der ist so heftig. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Ich war mal hier in dem Verlies drin. Aber an den kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Und die haben halt keinen Schaden gemacht, weil ich da die ganze Zeit rumlaufen musste wegen dem Idioten. Okay. Gut, den haben wir schon mal. Die nächsten Fußsoldaten, die man gerade nicht sehen kann. Oh Gott. Hallo? Oh, ich dachte gerade schon, das wäre ein Bug. Eieiei. So, haben wir hier auch noch was? Wir müssten ja im Endeffekt dann zu so einer Art Endboss kommen. Reist nach Axiale Kammer. Ah ja, das sagt mir was. Okay. Ein wichtiger Gegenstand fehlt, okay.
Ich glaube, die musste man dann auch dementsprechend immer auf der Seite holen, die Gegenstände, ne? Das sieht nicht gut aus. Ich brauche mehr Essenz. Okay. Ich sehe jetzt zwar gerade nichts, aber... Ah, jetzt. Ja, ich befürchte, in der Mitte kommt jetzt noch der große Gegner. Oder auch nicht? Das geht alles zu dem Ort da hinten. Eieie, seit dem einen Typen bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt ein bisschen Schiss, dass da nochmal sowas kommt. Ah, da war das Ding. La 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 la. Ich bin auch mit dem Ding schnell. Ihr könnt mich mal. So, ich wollte gerade sagen, ich weiß nur nicht mehr, wo ich hin muss. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass dann noch welche kommen auf dem Rückweg. Ah, oh Gott. Okay, das war, glaube ich, der Boss, den ich hier machen musste. Ich brauche mehr Essenz. Jungs, greift mal an. Deswegen habe ich ja den Totenbeschwörer. Stufe 15. So, die Sachen nehmen wir auch. Und dann müssen wir hier rum. Achso, dann können wir... Moment, bevor wir jetzt da durchlaufen. Buch der Toten. Ach, Skelettenmagier haben wir jetzt freigeschaltet. Schattenmagier schließen bei jedem fünften Angriff zusätzlich einen Schattenblitz. Angriffe eurer Schattenmagier verfügen über eine Chance von 10%, Gegner 2 Sekunden lang zu betäuben. Dieser Effekt kann denselben Gegner nicht mehr... ich würde sagen, dann lieber auch Schaden. Sag mir jetzt bitte nicht, dass die geopfert werden. Okay... Ah, wir haben jetzt zusätzlich noch welche. Cool. Wie viel können wir denn noch holen? Ne, das waren anscheinend alle. Also haben wir jetzt 4, 3, ja? Wie geil ist das denn? Den Punkt haben wir drin, ne? Dann... Fluchfertigkeiten belegen eure Gegner mit schwachen Effekten. Erhöht Schaden und Leben eurer Skelettmagier. Ja, machen wir das doch wieder. Sehr schön. Die Jungs sollen schließlich für mich tanken. Yeah.
war das? Ich laufe mal einfach hinterher und sammle das Gold ein. Wie geil ist das? Oh, das ist allerdings nicht so geil. Den hasse ich. So, kleine Kammer, da ist nichts drin. War das jetzt schon tot? Oder hat sich das wegteleportiert? Ich bin mir nicht so sicher. Das ist so geil. Das ist einfach nur geil. Okay, ich nehme mal den gleichen Weg ungefähr wieder zurück. Dann nehmen wir auch noch mal ein bisschen Gold mit. Kommt mit, Jungs. Wenn, dann kommen die sicher von vorne wieder. Da oben muss ich hin. Oh, die sammeln wir auch gerne ein. Ein bisschen Gold haben wir auch liegen gelassen. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollten, aber erstmal kurz das Gold einsammeln und dann geht's weiter. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Was ist das? Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Aber sonst kein Thema. Der ist so geil. Wenn der. Hallo! Wenn der getankt wird, ist der so geil. Vergessene Archive. Abgeschlossen. Ganz viel goldene Sachen auch noch nebenbei erhalten. Und ja, es war wirklich geil, muss ich sagen. Aspekt. Ihr habt einen Aspekt freigeschaltet, der in Ausrüstung eingeprägt werden kann. Drückt das linke und öffnet die Sammlungen. Ihr könnt einen Dungeon jederzeit verlassen. Ja, Sammlungen, hat er gesagt. Codex der Macht, das müsste das sein. Wenn ihr einen Elite-Gegner Schaden zufügt, erhaltet ihr eine Barriere. Ja, drückt auf Sammlungen. Wie soll ich den jetzt da einfügen? Das sagt er mir nicht. Muss man das irgendwie anders einfügen? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte aber gerne mal kurz meine Sachen angucken. Das ist minus 13, 194. Dann würde ich das behalten und das eine, genau, das eine da wegmachen. Das, hat wesentlich mehr. Dann nehmen wir das doch mal. Nein, oh, Controller, bleib doch einfach mal da, wo du standest. Schaden des Typs Kälte, maximale Essenz, Glückstrefferchancen. Problem ist, ich weiß nicht. Widerstand gegen Gift und Feuer und zweimal Crit, 123. Gegen Kälte und Schatten. Ja, Gift und Feuer, keine Ahnung, ob ich das brauche oder nicht brauche. Aber 124, gut, dann wäre der natürlich definitiv besser. Schild müssen wir gleich mal gucken. Ja, das mit dem Controller ist wirklich, ist eine feine Sache, solange der Controller nicht wieder so spinnt wie meiner. Rüstung, das können wir auf jeden Fall schon mal wechseln. Knochenspeer wurde euch durch einen Gegenstand verliehen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber das ist schön.
Verbrauchsgegenstände. Ach, Moment, da unten steht Aspekte. Oh. Da kann man aber keinen hinzufügen. Ja. Wie war das? Moment, Stadtportal. Nach unten klicken. So, und dann sind wir beim Fall, bei der falschen Stadt. Ist aber nicht schlimm. Hier unten ist auch ein Schmied. Irgendwo hier. Der kann auch verwerten. Also, das kommt weg. Das auch. Das ist beides nur blau. Echt jetzt? Dann würde ich sagen... Kann ich nicht anziehen hier drüber. Mein 44, 47, das können wir dann aber verwerten. Die Sachen auch. Eine gute Ausbeute. Ne? Finde ich auch. Das kann auch alles weg. Schild hat 204 und das hat 194. Beide sind aber ziemlich gut ausgerüstet. Ja, die ist auf jeden Fall besser, dann tun wir die schon mal weg. Den brauchen wir im Ende. Na, Moment. Vergleich. Ja, Vergleich mit was? Das ist die Frage. Die Rüstung. Wieso ist die Rüstung? Also doch, klar, die Rüstung ist was stärker. Ich habe aber auch einiges an Widerstand und die ist Gold. Also würde ich sagen, kann die eigentlich weg. Die, denke ich mal, kann dann auch weg. Und die war auf jeden Fall wesentlich schlechter. Das heißt, die tue ich definitiv weg. Das ist ein Sichel. Hat aber auch wesentlich weniger. Das ist 169. Und 107. Ja, dann würde ich sagen, tue mir die weg. Sich gut zerlegen. Ne, finde ich auch. So, wo drücke ich denn jetzt drauf? Nein, achso, Moment. Was habe ich denn jetzt geklickt? Toll, irgendwas konnte ich gerade einfordern, aber ich habe keine Ahnung, was es war. Weil ich eigentlich ja auf die Karte wollte. Jetzt kann ich auch wieder auf die Karte. Und jetzt kann ich es aber nicht mehr einfordern, weil ich nicht mehr reinkomme. Na toll. Das ist doof. So, dann... Die Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die jetzt wegtun soll oder ob ich die jetzt nicht wegtun soll, werde ich jetzt erstmal in... Ach so, Moment, dann können wir natürlich das Ding auf jeden Fall rausnehmen. Ach, das ist eh für einen Zauberer. Ja, dann tun wir das raus. Nee, 70... Und das sind 43. Das ist sogar noch schlechter. Okay. Also, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das würde ich sagen, tun wir erstmal weg. Dann. Die wollte ich umrüsten. Genau. Die wollte ich anlegen. Und da ist jetzt die Frage, was er dann dafür austauschen will. Nein, ach, ich will die nicht reintun. Anlegen. Ja, toll. Aber er hat es genau gegen das Falsche eingetauscht. Das war nämlich das, was ich mir schon gedacht hatte. Ablegen. Dann muss ich das so machen. Bei Ringen ist das doof, wenn man nicht auswählen kann, was man stattdessen dann haben will. Kälte und Schatten, Feuer und Gift. Tu mir das erstmal rein. Und das rein. Ja, ich denke mal,
Das wird dann alles gewesen sein. Umziehen. Ja, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt großartig umziehen muss, oder? Ich finde das so eigentlich ganz cool, muss ich sagen, von der Rüstung her. Also von der Optik her. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Aber ich werde auf jeden Fall die paar Sachen nochmal eben schnell verwerten. Warum ist der hier stehen geblieben? Hallo? So, dann können wir das, das, das. Ich würde sagen, das. Und da sind die Treffer etwas höher. Und das auf jeden Fall noch verwerten. So, Jungs, kommt ihr jetzt alle mit oder bleibt ihr jetzt wieder so ein bisschen da stehen? Nee, er kommt jetzt alle mit. Das ist schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir, ich weiß gar nicht, was wir jetzt sehen. Wir haben gar keine Quest mehr, weil wir da hingeportet sind. Sie ist jetzt weg. War das die hier? Ich glaube ja, oder? Das Messer dreht sich. Nee, dann ist das wieder ein anderer. Ja doch, ein unverhoffter Besuch, genau. Genau, Akt 2. Da werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen. Und ich sag mal, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.